Gesundheit, danke. Ich schmalze nur ein wenig auf die Ränder. Besser. Ich brauche das nicht abzustellen. Ich habe unendlich große Taschen. Ist das nicht eigentlich unlogisch? Ja. Aber bei mir geht das in Ordnung, weil ich so crazy bin. Alles klar. Ich nenne es Tapete im Bernsteinzimmer. Ich glaube, das gehört dir. Du kannst es gern behalten. Sieh es als kleine Gegenleistung für den Kaffee. Der Kaffee war wohl nicht so gut, was? Er war ein Tritt gegen Schienbein. Warte, ich habe noch mal eine andere Idee. An der Wand. Wer ist die wachsigste im... Die Wachsstifte kommen recht wachsig mir vor. Doch wachsiger noch ist das Wachs aus dem Ohr. Ich habe noch mal kurz eine andere Idee. Bevor wir uns um das Insekt kümmern. Wenn wir hier noch mal eine Münze rausbekommen, können wir damit vielleicht den Drockelbecher beeindrucken, weil König Adrian ja auch diese Münze hat. Nichts. Nichts? Nichts. Ich brauche doch eine Mütze. So, Bohnendip. Ja. Bohnendip habe ich. Aber irgendwie höre ich hier nichts. Warte mal. Der Baba vorhin... Moment. Das ist aber seltsam. Du bist auch nur eingetragen. Sollte eigentlich funktionieren. Oh, warte mal. Den Party-Muffel. Ja, okay, danke. Mache ich gleich. Aber wir kriegen keine Münze. Das ist schade. Vielleicht brauchen wir ein bisschen Zeit, damit nochmal jemand versucht zu telefonieren. Ich würde gerne nochmal eine Münze haben. Nichts. Wir kriegen keine Münze mehr. Schade. Okay, dann machen wir das jetzt einmal. Okay, vielleicht ist das die Zutat, die wir noch brauchen für den Cocktail. Ich bin zu weit gegangen. Ich hab da was für dich. Das bringt dich gleich wieder auf die Beine. Bezweifle ich. Okay, ja, der musste auf Toilette. Okay. Lass uns mal gucken, ob wir jetzt einen Drink bekommen. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich, was soll's denn sein? Einen Grog, bitte. Den servieren wir hier nicht mehr. Was ist passiert? Lustige Geschichte. So ein Typ hatte herausgefunden, dass sich das Zeug durch Metall fraß. Er hat es benutzt, um das Schloss am Gitter vorne zu zerschmelzen. Das klingt nach einem verwegenen Abenteurer. Ja, netter Kerl, eigentlich. Hatte natürlich eine Vollmeise, wie alle hier. Wollte Pirat werden oder so. Schade um ihn. Wieso? Ist er nicht entkommen? Leider nein. Dr. Marcel brach ihm beide Schienbeine. Dann hat er in eine Zelle gesperrt, bis er dort elendig verhungert ist. Oh Gott. Oh Gott. Barmann, einen Drink bitte. Aber ne. Einen Kaffee bitte. Steht nicht auf der Karte. Barmann. Ein Glas Wasser bitte. Steht. Barmann. Aber. Einen Biggidi-Baggidi-Boo bitte. Steht nicht auf der Karte. Was steht denn alles auf der Barmann. Karte? Barmann. Aber nicht. Einmal die Komplettlösung. Setz bitte. Dich doch. Nee. Ja, die hättest Setz du mich nicht. Gerne. Steht aber nicht auf der Karte. Warum macht das Unterschied, wenn ich mich hinsetze? Keine Zeit zum Ausruhen. Nee, siehste, geht nicht. Um hier zu randalieren, habe ich noch nicht genug... Nicht traurig sein. Es kann ja noch kommen. So, dann weiß ich jetzt,
Weißt du, was wir jetzt machen? Wenn es nicht auf der Karte steht, ne? Dann schreiben wir es halt drauf. Alles? Brauchen wir noch mehr Kaffee? Nicht schreiben. Okay, wir wissen, wir können da was draufschreiben. Ich weiß aber noch nicht, was. Lieber nicht. Ich mag meine... Hey, das ist... Okay. Wir gehen jetzt erstmal gucken, was auf der Toilette jetzt abgeht. Bibidi-bugidi-boo. Liest du die Karte? Nee, die Karte lese ich nicht. Habe ich das nicht schon mal gemacht? Nur eine Auswahl. Stinktrink. Stinktrink. Ja. Oh Mann, der Barmann hat die schlimmste Sauklaue seit Bruce Lee. Bruce Lee hatte die Tigerkralle, Edna. Kein Wunder, dass er nicht leserlich schreiben konnte. Nice. Ah, guck mal, die beiden sind glücklich. Ich störe sie lieber nicht. Die wollen sicher allein sein. Wenn wir den Schalter aus... Lieber nicht. Warum nicht? Kaputt machen ist immer gut. Kaputt machen ist immer gut. Ach, halt die Klappe, Harvey. Davon verstehst du nichts. Okay. So, wenn wir die lesen nochmal mit dem Reden, vielleicht. Barmann, einen Drink bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Einen Stinktrink, bitte. Ein Stinktrink. Kommt sofort. Wie nett. Sogar mit Strohhalm. Nur, es riecht hier so komisch. Ist jemand gestorben? Barmann, einen Drink, bitte. Aber natürlich. Was soll's denn sein? Hallo, aufgestanden. Oh, armer Marvin. Ein Stinktrink. Nicht noch einen. Lieber gehe ich freiwillig in meine Zelle zurück. Haben wir jetzt einen Stinktrink? Wir haben einen Stinktrink. Um Gottes Willen, das wäre die unheiligste aller Allianzen. So. Ich muss verrückt sein. Geht es dir gut? Edna, sag doch was. Edna, abgestürzt. Die Rothäute haben das vor umzingelt, Colonel. Was? Oh, Gott sei Dank, alles wieder wie vorher. Wie war da drin? Durchwachsen. Immerhin hast du ihn ganz leer getrunken. Was? Ja, ich musste ihn vernichten. So etwas Diabolisches wie dieser Stinkdrink sollte nicht auf Erden wandeln. Außerdem habe ich ihn nicht ganz leer getrunken. Die Fliege habe ich übrig gelassen. Die Fliege übrig gelassen. Interessant. Da. Ich könnte die Fliege in den Ohrenschmalz drücken. Klingt sinnvoll in meinen Ohren. Dann lass es uns tun. Wann das Spiel ist, das ist die 10 Jahre Anniversary Edition. Ich weiß nicht, von wann es ist. 2010, 11, 12, sowas? So, dann können wir jetzt aber zum Dings gehen. Das müsste doch jetzt reichen. Ich habe da was für dich. Oh, ist das zu fassen? Dino-DNS in Bernstein eingeschlossen, wie es sich gehört. Genau das, was ich für meine Dino-Suchprogramm benötige. Darf ich das behaupten? Wenn du schon nicht weißt, wer soll das denn dann wissen? Was? Das Einzige, was ich entbehren kann, ist mein Ticket für den Wäschelift. Immerhin muss ich jetzt nicht mehr nach Peru in meine Bernstein meinen. Kommen wir ins Geschäft. Ja. Deal. Wir das haben... soll ein Ticket sein? Das ist doch nur ein Kleiderbügel. Lass mal gucken, wo wir damit, wo das hinführt. Das war blöde Geblabbel. Ja, verstehe ich. 2008 war das. Ah, okay.
Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön, das ist ein gültiger Fahrschein. Aber du bist noch nicht an der Reihe. Stell dich hinten an und warte, bis deine Nummer aufgerufen wird. Was? Du hast Ticket Nummer 3, dran ist aber die Nummer 2. Ach, das ist doch Käse. Marvin, der Retter in der Not. Das System wird niemals. Okay, wer hat den Bügel Nummer 2? Der Alumann im Bügel Nummer 2? Können wir tauschen vielleicht? Oder Google? Ja. Oder Google. Entschuldige bitte. Ja, mein Kind. Brauchst du für dein Wetterexperiment wirklich den Kleiderbügel? Ich habe hier einen, der mindestens genauso gut ist. Aha. Und jetzt willst du tauschen. Das wäre supi. Na, wenn's dich glücklich macht. Nice. Danke. Du bist ein echter Freund. Nummer 2, okay. Jetzt können wir nutzen. Du weißt nicht auch um alles. Wenn es nicht bei Google auf der ersten Seite steht, dann gibt's das nicht. Ich habe mein Ticket. Darf ich sehen? Sehr schön. Du darfst passieren. Nice. Dann lass uns mal. Herr Mantel! Hallo da drüben. Oh, eine neue Nachbarin. Wer bist du? Ich bin natürlich Herr Mantel. Ein merkwürdiger Name. Für einen Menschen schon. Aber ich bin... Ein Mantel, verstehe. Nicht doch, du Schmeichlerin. Ich bin lediglich ein Gehrock. Wohnst du etwa hier? Wieso denn nicht? Dieser Lift bietet einem Kleidungsstück wie mir jede Menge Komfort. Er hat recht. Und worin genau besteht dieser Komfort? Naja, es gibt diese Schiene, an der Kleiderbügel aufgehängt werden können. Und es ist trocken. Wir Kleidungsstücke sind recht genügsam, musst du wissen. Interessant. Was? Ja, was? Wo fährt der Lift hin? Das kann ich leider nicht beantworten. Es gibt insgesamt 3 Ausgänge. Einer davon ist die Wäscherei im Keller. Okay. Da hat man einen netten Ausblick. Wohin die beiden anderen Ausgänge führen, habe ich leider vergessen. Wieso? Wie lange hängst du denn hier schon? Früher nannten sie mich Herr Toga. Das ist wirklich ausgesprochen weiß. Womit wäschst du? Da staunst du nicht, wahr? Ich bin sehr stolz auf meine Farblosigkeit. Glaub ich dir. Früher war ich mal beige. Aber hier kommt so wenig Licht rein, dass die Farbpigmente aus Langeweile ausgewandert sind. Ach, sind sie das, ja? Gibt es hier drin Motten? Mach mir keine Angst. Wie kommst du darauf? Hast du etwa was gesehen? Mir war so, als hätte sich eben etwas in den Schatten bewegt. Ach, das? Das sind nur Wolfsspinnen. Na, wenn davon sonst nichts ist. Eine Menge hier. Ach so. Aber Motten? Oh, das wäre eine Katastrophe. Mein empfindliches Gewebe. Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass die Zeit langsamer läuft, während wir reden. Oh, da kommt er schon. Ich trage doch schon Wäsche. Ja und? Das ist an die Wand geleimt. Ja und? Dieses Plakat klärt einen über die korrekte Nutzung des Wäscheliftes auf. Es verschweigt die praktische Anwendung als Nahverkehrsmittel. Das ist zu fest eingepackt. Der Stromverbrauch hält sich noch in Grenzen. Besser. Es wird viel zu viel Strom verbraucht. Als würde jemand ständig das Licht brennen lassen.
Mir fällt da niemand ein. Das ist zu fest eingepackt. Dann nimm mit. Ich trage doch schon Wäsche. Achso. Lass mal Licht mal an. Ah, hier sind wir jetzt. So, raus aus den Federn. Ja, mach das mal. Oti und Moti. Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo und nochmals hallo. Wer seid ihr? Ich bin Moti. Und das hier ist mein Zwillingsbruder, Hoti. Wir sind siamesische Zwillinge. Aber das hast du sicher schon erkannt. Seid ihr euch sicher? Hoti und Moti? Das sind aber ungewöhnliche Namen. Tja. Das liegt daran, dass unser Vater Japaner ist. Und unsere Mutter Hopi-Indianerin. Aber das hast du sicher schon erraten. Man sieht es an Hotis mandelförmigen Augen. Hä? Was sitzt ihr hier herum? Wir passen auf, dass niemand unser Bett klaut. Aber die Betten sind alle gleich. Richtig. Das glaubst nur du. Wenn man weiß, worauf man achten muss, gibt es gewaltige Unterschiede. Es ist wie bei Hoti und mir. Nur wenige können uns auseinanderhalten. Glaube ich nicht. Mit der Zeit lernt man zu differenzieren. Das ist quasi unsere geheime Zwillingspower. Wir sehen die Unterschiede, wo andere nur hilflos mit den Achseln zucken. Das bringt uns zurück zu den Betten. Oberflächlich betrachtet sehen alle gleich aus. Aber dieses hier hat als einziges ein Laken. Mhm. Warum tragt ihr nur einen Pullover? Dumme Frage. Für zwei Pullover ist es doch viel zu warm. Macht Sinn, ja. Ihr seid keine siamesischen Zwillinge. Stimmt. Eigentlich sind wir siamesische Drillinge. Aber Brody studiert Kunstgeschichte in Paris. Ja, dann. Er war schon immer ein wenig verrückt. Ja, sehr verrückt. Ich hau ab. Kommt ihr mit? Ach nee. Hier haben wir immerhin die weichste Decke im ganzen Haus. Und wo sollten wir denn schon hinwollen? Bis später. Hau rein. Und grüß mir die Freiheit, wenn du sie findest. Alle verrückt. Alle verrückt. Da waren noch zwei Türen, ne? Ja, aus der hier hinten kamen wir. Dann gucken wir uns erstmal die hier an. Ah, ist das hier eine Einzelzelle? Ist hier dieser Schlüsselmeister drin? Der würde mich nur behindern. Ein wenig sperrig, meinst du nicht auch? Ne. Keine Zeit auszuruhen. Lea. Die Motive sind von der letzten Miss psychisch gestört Wahl. Hier steht, dass Miss September ihren Mann erdolcht und den Hund gegessen hat. Sexy. Benimm dich, Harf. Aufstehen, Frühsport, Herr Marvin. Dachte ich's mir. Bald wahrscheinlich eher nicht. Okay, Sichtfenster. Hallo, Prinzessin. Was macht ein Mädchen wie du in einem Irrenhaus wie diesem? Warte, antworte nicht. Du bist Edna, stimmt's? Hey. Woher weißt du das? Es gibt nicht viel, was Dr. Marcel vor mir verbergen kann. Zum Beispiel, dass er dich im Turm unter Verschluss hält. Wir sind also Leidensgenossen. Man nennt mich übrigens den Schlüsselmeister. Ja, ist der Schlüsselmeister, okay. Ein putziger Spitzname, findest du nicht auch? Was weißt du noch über mich? Nur, dass ein dunkles Geheimnis dich mit dem Doktor verbindet. Ein unaussprechliches, düsteres Geheimnis. Er verwendet viel Zeit und Energie darauf, deine Erinnerung auszulöschen. Man könnte sogar sagen, das ist sein persönlicher Kreuzzug. Und dass du immer wieder einen Weg findest, dich zu erinnern, macht ihn rasend. Jetzt stehe auch auf, richtig so aufstehen da. Weißt du auch, wie ich hier rauskomme? Ja. Okay. Ja. Ich weiß, wie du hier rauskommst. Ich hatte viel Zeit, um einen Fluchtplan auszuarbeiten. Nur sind mir hier drin die Hände gebunden. Du hingegen kannst dich da draußen einigermaßen frei bewegen. Und du bist clever.
Im Gegensatz zu den meisten anderen Insassen. Und? Warum sitzt der überhaupt da drin? Zuallererst musst du einen Weg auf die andere Seite der Gitter finden. Mhm. Dann musst du dir eine Kopie des Generalschlüssels anfertigen. Mhm. Damit kommen wir aus dem Gebäude raus. Und meine Zellentür bekommst du damit auch auf. Schließlich brauchen wir ein Vehikel, um das Gelände zu verlassen. Klingt simpel, aber... Wie komme ich auf die andere Seite der Gitter? Du findest sicher einen Weg. Oh, danke. Vielleicht über das Wäscheliftsystem. Ja. Es gibt ja doch einen dritten Ausgang im Keller. Ja. Aber geh bitte kein unnötiges Risiko ein. Wenn du dich da ohne weiche Unterlage fallen lässt, brichst du dir nur alle Knochen. Und das war's dann mit meinem Plan. Sehr fürsorglich. Danke. Ja, das ganze Leben nicht, aber den ganzen Sonntag schon. Wie komme ich an eine Kopie des Generalschlüssels? Zuerst musst du das Original finden. Ich weiß, dann wo das ist. Dann brauchst du Ton für einen Abdruck. Okay. Einen Ofen, um den Ton zu brennen. Und ein leicht schmelzendes Küche? Metall, um die Kopie zu gießen. Gold wäre ideal. Goldmünze von Adrian. Wo finde ich denn den Generalschlüssel? Das ist leicht. Der Wächter, den sie Blase nennen, hat ihn. Blase hat heute Monitordienst im Kontrollraum im dritten Stock. Er ist zwar alles andere als aufmerksam, aber was den Schlüssel angeht, so ist er wie ein Schießhund. Vielleicht musst du ihn irgendwo mit beschäftigen. Mit einem Fernseher vielleicht. Wie komme ich an Gold? Knifflig. Dr. Marcel schließt seine Polotrophäen zu gut weg, als dass man da rankäme. Mhm. Die einzige Alternative, die ich sehe, ist Adrians Medaille aus dem Puzzlewettbewerb. Allerdings hockt Adrian in seiner Kissenburg im Aufenthaltsraum wie Graf Rotz und lässt sich von diesem Playboy bewachen. Wie heißt er noch gleich? Krogelbecher. Genau. Ja, schon gut. So dämlich wie dieser Adrian auch ist, er hat eine ziemlich gute Gedankenlesernummer drauf. Es könnte sich als knifflig erweisen, ihm die Medaille abzuluxen. Schaffen wir schon. Selbst wenn du an Droggelbecher vorbeikommst. Wie komme ich an Ton? Gute Frage. Der Ton aus der Beschäftigungstherapie ist vollständig zu hässlichen Aschenbechern verknetet worden. Damit lässt sich nichts mehr anfangen. Weißt du, wo ein Aschenbecher ist? Aber vielleicht hilft es dir zu wissen, dass das Fundament der Anstalt auf einer sehr lehmigen Erdschicht errichtet wurde. Hey. Wie komme ich an ein Vehikel? Alles zu seiner Zeit. So weit sind wir noch lange nicht. Ich glaube, jetzt weiß ich, was zu tun ist. Ich nicht so ganz, Ich glaube, ich weiß jetzt, was zu tun ist. Viel Glück, Edna. Hast du sonst noch eine Frage? Warum sitzt du in einer Einzelzelle? Ich glaube, wir können ja immer wieder hin zurück, wenn, Und sie haben wohl auch recht. Wenn wir nicht mehr weiter wissen. Wartet mal kurz, bitte. Nee, okay. Was weißt du noch über Dr. Marcel? 3:30 ins Bett, nur noch aufgestanden. Fleißig. Hass geleitet. Seit dem Tod seines Sohnes ist er verbittert und verschroben, schließt sich in seinem Geheimzimmer ein und führt sadistische Elektroschocktherapien an seinen Patienten durch. Ein dunkles Geheimnis verbindet dich mit dem Doktor. Er ist besessen von dem Gedanken, deine Erinnerung auszulöschen. Reicht das als Info? Erstmal... Auf deine Hilfe kann ich verzichten. Irrtum. Ich muss weg. Frisch die Freiheit. Was meinst du, Harvey? Das will ich sehen. Ich mach das. Dann mach doch. Ich mach das. Ich mach das echt. Mach doch. Mehr Nachtmensch. Ich mein's ernst. Feige. Edna. Und was jetzt? Es scheint keinen Effekt zu haben. Gehabt? Ich bin ein ziemlicher Frühaufsteher. Ein Schlauch. Den nehmen wir mit. Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Ich war immer eher für die Gegenpartei. Specken. Nee, viel Schlaf habe ich auch selten. Komisch. Oh, brauche auch nicht viel Schlaf, aber sonntags darf man ruhig mal... Ja, klar. Claro.
Wie sehe ich eigentlich Kummel? Warte mal, was? Wir lassen einfach mal das Wasser laufen, ne? Und was ist hier? Hier können wir nichts machen. Also irgendwie geht's hier gerade erstmal nicht weiter, ne? Ich wollte nie Feuerwehrmann werden. Okay, vielleicht, Okay, kommen wir ja zum dritten Ausgang. Im Keller. Und los geht's. Hallo da drüben. Dürfen hier länger liegen bleiben. Solange wie man Bock hat. Nachbarin. Ne, dafür ist ja... Kommt nicht langsam mal der nächste Ausgang? Tja, das ist die... Oh. Mhm. Hä? Hallo da drüben. Hätte ich überhaupt machen müssen? Glaub nicht. Irgendwie kann ich nicht da stehen bleiben. Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Okay. Ich geh dann mal wieder. Dann mach bitte auch den Karten. Ja, ich hab auch das Gefühl. Ich versuch das nochmal. Hallo da drüben. Kommt nicht. Hier, das ist die Zoo. Und los geht's. Hallo da. Kommt nicht langsam mal den. Tja, das ist die Zoo. So, ich versuche mal alles Mögliche zu machen. Ach, hier unten, okay. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Da würde ich mir ja alle Knochen brechen. Okay. Offenbar nicht. Hallo da drüben. Kommt nicht langsam. Das ist die. Na gut. Aber ich würde das Spiel jetzt erstmal speichern.